Hallo, ihr Lieben. Zu einer neuen Folge. So fängt man richtig an. Dürfte Folge 12 sein. Wir haben Montag, den 8.1.24. VL. Ja, wir mussten uns am originalen Respawn-Punkt wiederbeleben. Es stand zwar da gerade, du bist an Selbstmord gestorben, aber das glaube ich nicht so richtig. Ich denke mal, wir sind wieder mal geradet worden. Da möchte jemand partout nicht, dass ich mich auflevel. Das heißt, man muss sich darauf einrichten. Oder ich richte mich schon mal darauf ein, dass alles weg ist. Außer das Beacon, wo wir ja die wichtigsten Sachen gebunkert haben. Wir werden das gleich sehen. Wenn ich mich dahin gerappelt habe. Die FPS sind gerade im Keller. Hier hat jemand ein Beacon gesetzt. Aber soweit ich sehen kann, keine Abwehranlagen. FSDF, jawohl, das sind mir die liebsten Namen. So. Machen wir ein paar Steine und Stöcke. Und bauen uns mal wieder eine Picke. Und einen Schlafsack. So, dann können wir auch ein paar Beeren essen.
Also die Stelle, die ich mir ja ausgesucht habe, die ist heiß begehrt durch die fünf Lootkisten da im Fischerdorf. Und ich war jetzt 2 Tage hier nicht online oder drei. Aber hier, das Zeichen sagt mir, dass das Beacon noch steht. Lion A hat hier ein kleines Ding gebaut. Lion A. Naja, gut. Irgendwie sind hier auf dem Server die FPS gerade sehr im Keller. Aber ich sehe schon einen Teil, das rendert erst. Meiner Base. Ein Teil von einer Raid Base, sage ich jetzt mal. Genau, können wir das gleich erst sagen. Ich bin genauso spannend wie ihr. Da mag jemand gar nicht, dass ich mich da aufbaue. Aber da seht ihr schon, die Base rendert jetzt. Es ist ja auch gedacht als Ausweich für Server 1493. Da sind wir ja auch geradet worden. Allerdings von einem Cheater. Das haben wir auch schon reported. Da ist noch keine Meldung zurück. Und hier hat uns definitiv auch jemand geradet. Sonst wäre ich da am Schlafsack aufgewacht. Oh, das leckt hier jetzt aber. Das ist halt eben noch Early Access. Na, und wir haben hier einen Ping von 143 auf dem EU-Server. Na, das ist. Die Kisten waren wieder rentabel. Sag ich mal, bis jetzt. Jawohl, Essen. Ich setze den Timer wieder auf 1 Stunde, 5 Minuten. Es werden wieder 3 Folgen sein hier. Heute. Und mal sehen, was wir alles wieder neu machen müssen. Ob sie die Tische diesmal auch alle kaputt gemacht haben, das sehen wir gleich. Oh, ein Laservisier und ein Holovisier. Jawohl. Sowas ist manchmal natürlich auch drin. Achtfachvisiere habe ich schon gefunden und so. Dann gehen wir erstmal an der Base gucken.
Sorry, dass das so leckt hier, aber ich hoffe, dass sich das gleich gibt. Ihr seht, die anderen Besen sind weg hier, die hier gestanden haben. Und ich werde auch heute, wenn ich aufhöre, hier die Tür offen lassen. Da, die haben mich getötet und ihr seht, der gute Stuff ist alle noch im Beacon drin. Na, wir haben hier vier Batterien, Stahlfundamente, Wolframfundamente, die werde ich jetzt gleich verbauen. Der gute Stuff ist hier noch drin. Gut, das Gewehr mit der Muni ist weg. Ja. Sagen wir mal, da kann ich mit leben, ne? Also, so, Lieferung einreichen. Wieder auffüllen hier. Auf 200. Schießpulver ist noch da. So, als erstes jetzt die Wolframfundamente vertickern hier. Ich werde auch die Türen offen lassen. Das ist, na? Ihr seht, die sind durch die Tür durch, haben aber Gott sei Dank nichts anderes hier kaputt gemacht. Jetzt die Frage, ersetze ich die Stahlfundamente? Oder die Holzfundamente? Ich denke mal, wir machen hier die Holzfundamente. X gegen Wolfram austauschen. Zack. 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 Dann eine neue Schlafmatte legen. Zack. Und die Türen offen lassen, die sprengen sie eh weg. Oder machen die auf? Erbeutet haben die. Ja, kaum was, ne? Also, was haben sie hier jetzt weggenommen? Die Waffenwerkbank. Ja. Na, die haben selten nicht mal den Ofen oder so kaputt gemacht. Guck mal, ihr seht, was im Ofen gebunkert war hier. Na? Eisen und so weiter, das hat die alles gar nicht interessiert. Die haben gedacht, die können Waffen und Schwarzpulver oder sowas ergattern. Ja, falsch gedacht. Na, den Chemietisch hier haben sie in Ruhe gelassen. Guck mal, da war sogar noch anorganisches Salz drin und machen wir gleich auch wieder. Verarbeiten hier. Dann haben wir noch etwas für den Ofen hier, Feuerholz. Der Hopfen haben wir noch. Ach so, die Werkbank, ja, die Werkbank haben sie auch weggenommen. Okay, die craften wir uns mal schnell neu.
Was brauchen wir denn? 20 Holz und Fasern. Nehmen wir hier mal 20 Holz. Und den Basteltisch wieder. Weil am Basteltisch können wir die anderen. Ach guck, da haben wir noch drei Stahlfundamente aus dem Dorf unten. Das ist halt, wenn die anderen Spieler ziemlich weit sind, ist es sehr schwer, bei einer Stunde, anderthalb Stunden Spielzeit am Tag sich aufzubauen, aber man muss dabei bleiben. So, dann bauen wir hier mal die Stahlfundamente. Bauen wir hier ein. Man muss halt eben bei anderthalb Stunden Spielzeit pro Tag oder 2 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man opfern will. Muss man halt taktisch vorgehen. Das nächste Ziel müsste sein, hier das Beacon aufzuleveln. So. Wir brauchen 50 mechanische Teile, 24 Bleiwaren, 64 Ton und 110 Ätherscherben. Was haben wir drin? 881 Ätherscherben, davon 110 ab, sind noch 770 zum Lernen da, also ne? Reicht. Jetzt brauchen wir noch 31 mechanische Teile. Entweder stellen wir die her. Stahlwände 2x2 haben wir noch. Stahlböden haben wir noch. Die brauche ich im Moment nicht. Stahlfundamente brauche ich im Moment auch nicht. Die Stahlwände brauche ich im Moment auch nicht. Gucken wir mal, was im Mörser drin gelassen wurde. Da kann ich schon mal den Farnsamen lassen. 52 Ton haben wir schon und wir brauchen 64. Na, beim Aufleveln des Beacons kommen mehr Plätze dazu, das heißt, man kann mehr bunkern. Von den guten Sachen. So, ich packe jetzt mal die Stahlwände hier mit rein. Oder kann ich die hier schon irgendwo? Nee, da oben könnte ich noch Stahlwände drauf machen. Machen wir das auch gleich. Dann sind sie weg. Und können nicht erbeutet werden. Ach so, da hatte ich schon, ne? Oder? Mal gucken, kriege ich die da oben drauf? Ne, ich glaube nicht. Ne, noch nicht. Glaube, größer werden will ich auch nicht. Das reicht hier. Dann packe ich die da erstmal rein. Gut, dann haben wir schon drei Zucker. Jetzt brauchen wir noch eine Steinaxt erstmal.
Damit können wir Bäume fällen. Und dann schaue ich mal im Tisch, was kostet uns eine Waffenwerkbank? Waffenwerkbank. 30 Steine, 10 Holz und 5 Seile. Eins, zwei, drei, vier, fünf Seile. Da darf man sich auch nicht entmutigen lassen. Na, das sind eben Leute, die schon wesentlich weiter sind und denken, ja, die können hier großartig was ergattern, aber ihr seht ja, worauf die es abgesehen hatten. Auf Waffen und Munition. Gut, die haben bei mir jetzt die doppelläufige Schrotflinte mit ein paar Schuss Munition. Was wir da hatten, müsste ich jetzt im letzten Video nachgucken. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Das haben sie ergattert. Ja, wenn sie damit zufrieden sind, dann ist das ja auch in Ordnung. Ich brauche nicht alles neu craften. Na? Und ihr seht ja, es kostet nichts. Ne? Das ist. Das ist nichts, was man nicht schnell wieder beisammen hat. Und so muss man eben halt anfangen, wenn man nicht so viel Spielzeit zur Verfügung hat. Gut, da gucken wir mal, was uns hier. 8 Eisenbarren, 4 Seile. 8 Eisenbarren, 4 Seile. Also brauchen wir 8 Seile. Und ein Speer. So, das ist mein eigenes. So, bei einer Waffenwerkbank. Ein Speer kostet uns 6. So, die Überlegung ist, machen wir uns eine Axt oder eine Eisenhacke? Wir machen uns eine Axt, um Bäume zu fällen. Gut, da hätte ich natürlich die Steinaxt nicht craften müssen. Und ein Speer eigentlich. Da fehlt uns ein Eisenbarren und zwei Seile. Nicht jeder Spieler ist so hartnäckig wie ich und sagt sich, gut. Na, shit happens. Damit muss man halt immer, oder damit rechnet man schon, ne, wenn man wenig Spielzeit hat. Man lockt sich ein, dass man halt eben vom Startpunkt wieder hierher laufen muss. Aber ihr seht, den Beacon lassen die immer stehen. Und da kann man die teuren Sachen drin bunkern. Man kann weiter leveln. Wir sind ja jetzt schon 25,5. Da können wir noch ein Eisenbahn machen, aktivieren und einen Eisenbahn machen.
Donau haben wir auch erstmal, das heißt, wir können nach dem Eisenbachen stoppen. Füllen das auf 200 auf. Und lassen den Rest hier durchlaufen als Seile. Bringt auch wieder XP. So, dann müssen wir essen und trinken. Trinken haben wir ja. Das hatten wir gestoppt. Dann mal ein bisschen aufräumen hier. Kautschuk können wir machen. Ach, guck, da haben sie sogar da eine Eisenachse, hätten wir gar nicht machen müssen. Ah, ja, Asche über mein Haupt. Ich habe nicht geguckt. Gottes Willen. Naja, haben wir halt eine Eisenachsenreserve. So, wir brauchten den Eisenbarren hier. Die FPS schwanken hier aber ganz gewaltig heute. Und wir können uns den Eisenspeer machen. Dann bräuchten wir das Schadensverstärkungsmodul. Dazu brauchen wir ein Fell, Klebeband und 5 Steine. Ja, ich glaube, wir machen erstmal eine Welle. Obwohl Essen ist wichtiger, ne? Was haben wir im Lagerfeuer noch? Ach, guck. Im Lagerfeuer habe ich die Flinte gebunkert. Guck mal, die haben die gar nicht. Haben die gar nicht ergattert. Und den Speer auch nicht, guck. Mit Schadensmodul. Eieieiei. Ich sollte mal vorher alles durchgucken. Ihr seht, dass es sich auch lohnt, Sachen im Lagerfeuer zu bunkern, weil sie das Lagerfeuer nicht kaputt machen. Warum auch immer. So, und dann nehmen wir mal 6 Fasern. Aktivierung und grillen uns das Fleisch, was wir da aus dem Dorf haben. Wir können uns gleich noch aus den Reusen, wenn die noch stehen, Fisch holen. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt 3 Tage nicht gespielt hier auf dem Server, weil wir auf dem anderen Server auch geradet wurden und da musste ich erst wieder aufbauen. So. Stoppen. Wenn man Fasern verbrennt, ergibt das keine Asche. So, den Schlafsack noch benennen auf Base. Dann schaue ich mal kurz. Ob die Fischreusen noch stehen oder ob die schon verrottet sind.